Angekommen in der Endstation wartet der Fotozug am Bahnsteig 2, bis der Planzug den Bahnhof wieder verlässt. Der Bahnhof in Göhren wurde ab Herbst 2011 als letzter der Strecke umfassend saniert und umgestaltet. Dabei wurde die Kiesbettung durch Schotter ersetzt, der Gleisplan verändert und das Planum besser gegen Oberflächenwasser geschützt. Leider ging damit der Verlust der nostalgischen Reichsbahnatmosphäre einher. Aber es konnte ein deutlicher Gewinn an betrieblichen Möglichkeiten und an Sicherheit für die Reisenden erzielt werden. Auch die Ausfahrt des Planzuges ist für die Fotofreunde von Interesse. Jetzt kann der Meppel endlich zum Wasserkran vorrücken. Aufgrund der begrenzten Vorräte ist er schon wieder ordentlich durstig. Schließlich wird der Fotozug für die Ausfahrt auf Gleis 1 bereitgestellt. Ich mache mich allerdings gleich auf den Weg nach Philippshagen, wo am alten Gebäude der Gastwirtschaft eine Scheindurchfahrt vorgesehen ist. Die Substanz des Gebäudes macht nach Jahren des Leerstandes inzwischen einen sehr maroden Eindruck. Das kann man vom Meppel zum Glück nicht behaupten, aber er ist ja auch noch nicht mal 50 Jahre alt. Schon in Selin-Ost wird vorsorglich noch einmal Wasser genommen, bevor es in die Steigungen geht. Auch Brennstoff wird schon wieder benötigt. Gut, dass der Zug den O-Wagen mit der Dienstkohle mit sich führt. Wegen der dichten Wolkendecke ist endlich auch einmal eine Aufnahme am alten Stationsgebäude von Selin-West möglich.
Nach einigen Fotohalten zwischen Wald und Feldern, die für Autobegleiter nur schwer zu erreichen waren, rollt der Sonderzug wieder einmal in Garftitz ein, wo wir uns diesmal aber nicht lange aufhalten wollen. Vorbei an den Kleingärten von Binz geht es vor zur ersten Weiche. Vor der Einfahrt in Gleis 2 muss der Fahrweg zunächst manuell eingestellt werden. Da drüben der Vollpfosten mit der hellen Hose und jetzt kommt noch einer mit dem Handy. Tja, Matthias, das lässt sich in einem rappelvollen Bahnhof kaum vermeiden. Auch die Dame mit dem rosa Smartphone ließ sich nicht zur Wahl eines günstigeren Fotostandorts überzeugen. In Nistelitz sah es kurzzeitig so aus, als wolle die Sonne doch noch durch den Dunst dringen. Aber bei der Begegnung mit dem Regelzug am Kirchturmblick hinter Posewald wird klar, dass es damit heute nichts mehr werden wird.
Auf den ersten Blick erscheint die Einfahrt in den Bahnhof von Putbus aus dieser Perspektive recht authentisch. Doch wenn man genauer hinsieht, fällt neben der Schotterbettung und den neuen Lampen vor allem die runde Uhr auf. Zu DDR-Zeiten stand dort noch eine rechteckige. Sonntag, Finale. Ein Zug zum Mitfahren und ein Foto-GMP. Dann ist das Fanwochenende schon wieder rum. Ihr könnt da nicht mal rausgucken. Guck mal raus! Und so war für mich heute zunächst einmal Mitfahren angesagt. Schon wieder keine Sonne, aber die Stimmung in den Wagen ist dennoch erstaunlich gut. Vorbei am namensgebenden Hof geht es wieder zum Bahnhof Selwitz, wo bei der Scheinausfahrt ein erster blauer Schimmer den Himmel schmückt. Und wieder Wasserhalt in Binz. Auf der Steigung zum Jagdschloss zeigt sich die kleine Lok für mich überraschend souverän. Aber schnell, umsetzen in Garftitz im ICE-Tempo. Und schon kommt der hübsche Reichsbahnzug mit der Vulkanlok gefahren.
Nachdem die Strecke frei ist, gibt es wieder Scheindurchfahrten am Jagdschlossblick. Doch ich sparte mir diesmal den Marsch über die matschigen Felder. Auf dem Weg nach Garftitz ein Blick zurück. Die Sonne ist da. Nächste Scheindurchfahrt am Haltepunkt Jagdschloss, in etwa auf dem Scheitelpunkt der Strecke gelegen. Auch vor Seerams bauen sich die Fotografen und Filmer noch einmal auf. Beim vereinfachten Nebenbahndienst hat bei der Zugkreuzung der zweite Zug vor der Trapeztafel zu halten und sich vom im Bahnhof stehenden ersten Zug die Bestätigung einzuholen, dass die Einfahrt frei ist. Das erfolgt durch Pfeifsignale. Nach einer kleinen Scheinanfahrt geht es weiter zu einem improvisierten Fotohalt kurz vor Posewald. Die ursprünglich geplante Stelle war trockenen Fußes nicht zu erreichen. Den letzten Fotozug des Fanwochenendes erwarte ich am Dorfteich von Posewald. Insbesondere die Zweiachser sehen ausgesprochen attraktiv aus.
Jetzt hatte die Sonne endgültig gewonnen. Höchste Zeit für das schöne Feuerholzmotiv in Nistelitz. Der vermeintliche Vollpfosten, der mir hier in Borchow im Bild steht, hatte dazu meine ausdrückliche Erlaubnis. Noch eine Aufnahme von der Ausfahrt des Planzuges im Dämmerlicht in Göhren, dann war es das schon wieder mit dem Herbstdampf auf Rügen. Auf Wiedersehen!